Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir testen ein neues Spiel. Heute ist das Spiel Chips at Sea. Das Spiel Chips at Sea kommt erst am 23. Mai raus. Das heißt, wir dürfen es vorab spielen. Danke schon mal dafür an die Publisher bzw. an die Entwickler. Und ja, was kann ich zu Chips at Sea sagen? Ich kann leider noch den Preis noch nicht sagen, weil der Preis steht noch, glaube ich, nicht ganz fest. Also zumindest habe ich jetzt noch keine Preiskonstellation gesehen. Das Spiel kann man im Multiplayer spielen und leider gibt es das aktuell nur auf Englisch. So, was ist Chips at Sea? Ja klar, ihr seht das schon im Hintergrund. Chips at Sea geht um Boote, um Schifffahrt, um den Nervenkitzel auf der See. So wird es auch beschrieben. Ihr könnt einen Frachttransportservice und Fischerei machen. Also ihr könnt ganz viel in der Richtung Schifffahrt natürlich machen. Und natürlich ist es ein Simulator. Vorab. Und es spielt auf der norwegischen See. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt, was erstmal in dem Spiel drin ist. So, ich bin gespannt. Ausdehnen tut es natürlich auch gerade echt super, ne? Wenn man so mal sieht, wie es im Hintergrund aussieht. Ansonsten schauen wir mal kurz in die Optionen rein. Ihr seht es ja, Language ist schon drin. Das heißt, es wird hundertprozentig bald auch in anderen Sprachen verfügbar sein. Vielleicht auch schon zum Release. Das wäre natürlich richtig cool. Ansonsten habe ich hier Distanz-Display, Speed-Display und so weiter. Habe ich erstmal alles gelassen, so wie es drin steht. Video habe ich, bin ich hier auf High gegangen. Leider, ich habe die Framerate-Limit auf 120 gesetzt, aber leider kann ich das nicht runtersetzen, weil hier steht es, this feature only works if window mode. Warum? Also müsste ich auf Fullscreen gehen und dann könnte ich das V-Sync ausmachen. Das machen wir mal eben. So, ich habe jetzt auf Fullscreen umgestellt. Ich musste auch nicht mal neu starten. Jetzt kann ich den V-Sync ausstellen. Das ist okay. Das ist ja schon mal ganz gut. So, mal gucken, ob das jetzt irgendwas beeinträchtigt. 3D-Resolution lassen wir, Frame Generation, das lassen wir auch alles einfach so, wie es ist. Und ja, Audio habe ich schon mal ein bisschen runtergestellt. Ihr hört es ja schon, das ist ultra laut im Hintergrund. Ich mache das hier mal ein bisschen leiser. Werden wir gleich sehen. Wahrscheinlich wird das auch ultra, dass du die ganze Zeit die Wellen hörst und so. Aber das ist ja so auf hoher See. So, schauen wir mal. Und ja, ich würde sagen, wir starten die Karriere und dann ab ins Game. So, Start New Career, Start New Career, Skip Tutorial. Na, wir nehmen das Tutorial natürlich mit, damit wir wissen ungefähr, was wir hier machen müssen. Okay, wir sind der Kollege hier. Wir können unseren Namen, oh, der wird schon automatisch eingetragen, finde ich cool. Hier oben ist unser Geld anscheinend. Dann, heißt das norwegische Kronen, kann das sein? Ich würde mich gerne mal verbessern, beziehungsweise können Sie in die Kommentare schreiben, wie das norwegische Kronen oder was? Okay. Male, Female. Okay, wir können beides wechseln. Wir können auch hier die Klamotten wählen. Bock. Okay. Okay, wartet mal. Es gibt Dockworker. Dann gibt es Fisherman. Dann gibt es Dockworker. Okay. Sehen die Frauen aus? Okay, anscheinend gibt es keine anderen Haare. Man kann auch nicht drehen. Okay, es sind alles gleich, außer die... Ja, okay, die Figuren. So, ein Clute Head. Achso, wir können den Kopf auch mal ausmachen. Ja, anscheinend können wir uns den Charakter gar nicht so auswählen. Ja, wir machen, ziehen mal den Kopf an. Und wir nehmen mal hier den Dockarbeiter. Save. Und da sind wir auch. So, wir haben unten links eine Karte. Wir haben oben links unser Tutorial. Oh, wir haben ein bisschen Blur-Effekt. Das ist nicht so geil. Gucken, ob man den ausstellen kann. Quality, Global, Shadow, Anti-Aliasing, Fluorescence, Texture, Effect, Reflections. Post-Processing. Foliage, das müsste sein, ne? Quality of Foliage, like Grass and Trees. Ne, das ist das gar nicht. Shader? Ist das Shader? Können ist schon besser, ne? Okay. So, ansonsten würde ich sagen, wir fangen mal an. Welcome to Chip at Sea. You have just arrived and rose to start a new maritime career. Go to office and take your first mission. Get started. WASD, Shift, Hold ist und dann... Okay, look around. Okay, sieht ja schon mal ganz cool aus. Ja. Das ist wahrscheinlich unser Boot. Okay, hier können wir noch nichts machen. Von hier rein. Enter Shop. Okay. In the office you can get missions, bank loans, hire crew and get service, like free, towing and insurance. Sorry für mein Englisch, ne? Enter the office. Okay.
Das war's jetzt wieder, oder was? Da kann ich jetzt nicht rein. Okay. Accept Mission. Deliver Package. Payment. Okay, ja. Okay, wir müssen jetzt ein Paket anscheinend liefern. For the mission, you need to pick up the cargo by the port and deliver it to the rowboat. Aber sag mir bitte nicht, dass das mein Boot da ist. Okay, wir müssen das jetzt hier nehmen. Warte mal, Tab. So, warte mal. Tab. Okay, wir sind hier der Spieler. Es gibt Erfahrung, es gibt Skillpunkte. Dann haben wir hier die Missionen. Okay, wir haben 2 Tage Zeit. Dann Skilltree. Es gibt ein Skilltree, das ist cool. Inventar Slots, Eco Driving, A Friend in High Places. Okay, das ist schon mal ganz cool. Und Boats. Okay, das ist doch unser Boot. Shit. Okay, das ist doch unser Boot. Open the Game Menu. Okay, wir müssen jetzt hier das nehmen. Aber Press. So, the mission. Into progress. Okay. Aber das habe ich doch jetzt hier gemacht. Gut. Okay. Weiter geht's. So, wo müssen wir das jetzt hinbringen? Das ist unser Boot. Scheiße. Board Boat. Hast du jetzt mitgenommen? Okay, warte mal. Ja, warte mal, ich muss das losmachen, oder? Exit Boat, Undock mit T. Ah. Okay. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Warte mal. Karte. Gott, wie groß ist die Karte bitte? Okay, warte mal. Fishing. Nee. Move Route Note. Remove. Okay, wo ist jetzt unsere... Die Musik ist ja super geil. So, Missions. Also, wir müssen das jetzt... Ja gut, du... Lingvir. Okay, Lingvir. Wo ist Lingvir? Woran erkenne ich denn jetzt hier eine Stadt? Filter. Fishing Gear, Fisher Farms Boat. Refuel Station. Die Frage ist ja jetzt natürlich, ist es das da? Ich glaube, das hier ist es, oder? Das hier, das müsste die Mission sein. Oder das, das Blaue. Das Blaue. Blaue müsste sein. Ah, das ist Blaue. Guck mal oben, dieser blaue Punkt. Jemand davon aus, dass es ist. Ah, ne, warte mal, da hinten. Oh, jetzt. Okay, let's go. Was ist denn das? Ich komme ja gar nicht voran. Gas. Raus. Aber kann man auch so? Ah, so geht's. Bitte sagt nicht, ich kann. Okay. So, und jetzt ab geht die Party. Also, wenn ich so... Ich so fahren könnte. Wie so ein Motorboot, ey. Okay, warte mal, fahren wir jetzt richtig. Ich gehe mal davon aus, dass wir da hin müssen. Warte mal weiter links. Ja, doch, das ist das Blaue. Okay. Da muss man ja erstmal wissen, ne? Oh mein Gott, ey. Oh, okay. Boote verhalten sich ja wieder ganz anders, weil wenn ich jetzt nämlich W gedrückt halte und dann nach rechts mache, dann fährt er nämlich nicht nach rechts. Mal auf. Oder das? Oder slidet er so nach rechts? Nee, tut er nicht. Let's go! Was ist mit dem Boot? Ich finde aber das Geld interessant, aber das ist doch... Macht gerade gar keinen Sinn. Lalalala. Boah, das ist ja voll weit weg. Aber denkt dran, es ist ein Simulator. Deswegen dauert es ein bisschen länger. Mal ein bisschen einschlagen. Nicht so weit. Nicht so weit. Rüdiger, nicht so weit. Ja, Günther. Let's go. Aber die Grafik ist schon hübsch, ne? Muss man ja mal sagen. Okay. Das ist schon gut weit, ne?
Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Wir haben ja 2 Tage Zeit, ne? Also wenn wir jetzt kentern, dann können wir immer noch rüberschwimmen. Aber man merkt trotzdem, dass die Performance ein bisschen leidet, ne? Also das merkt man schon. 230 Meter. Ah ja, gibt gut Kette, ne? So, bisschen rüber. Jetzt, let's go. Oh, wir sind irgendwie... Hier gibt's Fische. Wenn jetzt ein Hai oder sowas springt oder ein Wal, ne? So, wir müssen nämlich die W-Taste loslassen, damit wir mal ein bisschen so rübergehen können. So. Komm, wir sind gleich da. Zieh. Zieh, Bruder. Zieh. Du schaffst das. Los. Ja, aber wir müssen da, ist glaube ich die Andockstelle. Musik geht ja auch ab, ne? So, was ist der Unterschied jetzt zwischen Blau und Gelb? Wir gehen einfach mal an das Blaue, weil wir sind vorhin auch am Blauen gehalten. So. Okay. Jetzt müssen wir parallel. Okay. Ah, jetzt. Undock. Okay, F, exit the boat. Hallo, ich hab da was für Sie. Hab ich jetzt irgendwie keinen Laufsound? Na gut. Nice. Jawohl, wir haben das volle Geld. Wir sind... Okay, wir haben jetzt 35 Erfahrungen gesammelt. Go back to the office to get your next mission. Okay, das ist ja relativ simpel gehalten bis jetzt. 285 Erfahrungen anscheinend gekriegt. Wir haben doch nur 35 gekriegt, oder? Es gibt nie alles. Deckhand. Dann Fishing, Engineer und General. Echo Driving. The skill will become. Okay, in the skill will become available during early access. Okay, also gibt's das anscheinend doch nicht. Okay, dann hoffen wir mal, dass das hier. Aber gibt's jetzt hier gar nichts? Okay, vielleicht schalten wir das noch frei, weil eigentlich... Also, so. Gut. Jetzt müssen wir wieder... Warte mal. Jetzt müssen wir wieder zurück zum Office fahren. Okay. Also können wir keine Mission, sage ich mal, hier annehmen, dass wir sagen können, ey, bring was zurück oder so. Wir müssen immer erst wieder zurückfahren. Gibt es kein Powerboot oder sowas? Das ist der Anfang, ne? Das müsst ihr auch mal sehen. Und springen? Wieso kann man nicht springen? Mag das nicht. Wieso gibt es keine Simulatoren? Und springen kann. Aber ist egal. You can teleport back to the port. Okay. Hat das jetzt was gekostet? Was hat das jetzt gekostet? Stand ja irgendwas mit 150, ne? Exit Boat. Okay. Ja, das mit dem Teleport finde ich ganz cool. So, wir gehen mal ins Office. Okay. Repair Seamarker. Seamarker has broken down. Help repair. Okay. So, Repair Seamarker. Was brauchen wir dafür? Buy Power Screwdriver, buy Fuse. Power. Screwdriver und Fuse. Roll with Boat to Sea Marker. Okay. Was ist das? Ah, hier das Ding wahrscheinlich. Mission. Ah, okay. Wartet mal. Das ist Take. Ah, okay. Es wird angezeigt, dass wir dahin. Oh nein. Okay, man kann. Nicht ins Wasser fallen. Dadurch, dass man halt nicht springen kann, kann man halt man so ein bisschen begrenzt, ne? So. Wo muss ich jetzt hin? Jetzt fahren wir da hin. So.
das, was Service ist, wenn hier jetzt ein Wal von unten oder sowas hochkommt, ich schreie. So. Die zeigen uns jetzt wahrscheinlich alles das, was es so gibt, ne? Also zum Beispiel, wie gesagt, jetzt das Liefern ist ja so das Einfachste, ne? Dann reparieren. Dann gibt es halt noch Fischen gibt es ja auch noch, ne? Na, gespannt. Ich finde es ja krass so mit diesen Reifen und so was, ne? Das ist ja wirklich so, dass wenn die Schiffe zum Beispiel halten, sie dann halt nicht irgendwie das Dock kaputt machen. Ich habe letztens erst wieder ein Video gesehen, wie irgendwie so ein Passagierschiff, ein Riesenschiff, in so ein Dock reingefahren ist. Irgendwo in Italien war das. Das ist schon krass, was die so für eine immense Kraft haben, weil die können ja auch nicht anhalten. Naja, die halten ja einfach nicht an. Oh, die fahren ja einfach weiter. Außer wenn sie natürlich rückwärts die, die Rotoren rückwärts machen, aber das ist ja auch nicht so, dass es einfach stehen bleibt. Das ist ja bei Schiffen wie bei Flugzeugen, das geht ja nicht so einfach, ne? Bei Autos ist halt so, du bremst, da stehst du, ne? Aber da hast du schon da so einen Heidenrespekt vor, ne? So. Ich hab so ein dummes Gefühl. Dass da irgendwas fehlt. Okay. Aber wir fahren jetzt mal dahin zum Reparieren. Wie weit ist denn das weg? 150 Meter, okay. Da. Ach, da oben steht es ja auch, ne? 150 Meter geht aber, das ist jetzt nicht so weit. Schon mal bei 140, also es geht schon. Es geht schon. So. Irgendwie die ganze Zeit, wenn ich hier so auf dem Meer unterwegs bin, ist die ganze Zeit pinkeln. Das ist super schlimm. Immer wenn ich irgendwie so Spiele mit Wasser spiele oder so, jedes Mal. Jedes Mal dasselbe. So, okay, let's go. Zieh durch. Press V to toggle Kamera. So. Wir müssen wahrscheinlich da an diese... Nein, nicht so weit, nicht so weit. Rüdiger, nicht so weit. Ah. Okay. Okay, wir müssen erst die... Drill need. Ach so. Oh, lass sie mal runter ins Wasser fallen. So. Okay. Replace Circuit, die hier. Mal gemacht. Was jetzt? Z Light Blinking. Okay. Okay. Das war's? Okay, das war jetzt einfach. Einfach, einfach, einfach. Out by Jigger. Learn to fish. Okay. Komme ich hier wieder zurück? Report. Okay. Exit Boat. Also bis jetzt ist es ja, sage ich mal, sehr simpel gehalten, ne? Congratulations on completing the second mission. Go back to the shop and Rose Port and buy a jigger. Oh, wir müssen ein neues Boot kaufen. Ach nee, doch nicht, eine Angelschnur. Okay. Hammer. Unlock Jigging Skill. Ah, guck mal, jetzt kriegen wir den Skill Tree. Das hat nichts mit Dings zu tun. Jetzt lernen wir alles. So, great. Now that you have your jigger and skill, we can start fishing. Go back to your boat and we will find a suitable place to fish. Okay, also wir müssen jetzt fischen gehen. T. Und wie war das? V, ne? Okay. So.
So, jetzt gehen wir fischen. Speed. Wie der sich abquält, ne? Okay. Okay, catch 3 Fische. Okay, und wir können die Fische dann auch verkaufen und dann kriegen wir auch Moneten. Wir haben auch richtig viel Geld, guck mal. Am Ende ist das irgendwie 10 Euro oder sowas. Die norwegischen Kronen oder so. Was ist das? 330 Meter. Aber das ist schon ein ganz schönes Stück, ne? So. Wir haben schon 2 Missionen in einem Tag gemacht. Mensch. Wenn das nun echt so einfach wäre, ne? Wenn du nun echt einfach sagen könntest, ey, ich schnapp jetzt ein Boot, bring ein Paket weg, krieg dann so viel Kohle. Ey, ich nehme schnell den Schraubenzieher, mach dann die Sicherung wechseln, nehme alle dicht. Warum fährt denn der schräg? Dann kommt er so vor, als er schräg fährt. Aber so an sich sieht es eigentlich ganz geil aus, ne? Also so die Grafik, das Wasser finde ich mega nice gemacht. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wenn die ersten Patches kommen, natürlich werden kommen. Also da wird auf jeden Fall nachgepatcht, das kann ich euch sagen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was es kostet aktuell. Ich gehe mal von 20 Euro aus. Oh, so, wartet mal. So, wir sind jetzt hier in diesem Habitat. Wir fahren mal noch ein bisschen weiter, bis wir drin sind. So. You have arrived at the fish habitat. The next step is to catch some fish. Equip the jigger. Okay. Mal, wir gehen noch ein bisschen voran, bis wir da sind. Jetzt bleibt mal stehen. Stop it. Okay. Die. Use. Was jetzt? Was ist das? Okay. Okay, ich glaube, wir haben es jetzt. Was ist denn das für ein Gerät? Okay. Woran erkenne ich, dass ich jetzt einen Fisch habe? Ich lasse gerade Leine, oder? Hä? Okay, ich verstehe es nicht. Warte mal. Ach so, jetzt habe ich ihn. Ja, da ist die ganze Zeit am Haken. Okay, also wenn sie rot wird. Boah, das ist aber super wild gemacht. Bisschen warten. Also wenn sie rot wird, müssen wir aufhören. So, man kann dann ein bisschen gegenwirken. Kann ich den? Der leint sich mal wieder los, ne? Seht ihr das? Okay, wartet mal. Steht das halt nicht? Der lässt halt immer wieder Leine, ne? Ich verstehe das nicht. Okay, ich raff's nicht. Ich raff's wirklich gerade nicht.
No, you try to catch the fishes, ja. Besser der Fisch. Der lässt ja immer wieder Leine, wieso? Junge, das ist ja voll kompliziert. Seht ihr das? Jetzt ist der Fisch da langsam. Ah. Hab ich ihn jetzt? Ah, ich hab einen. Hä? Wahrscheinlich war die Leine zu lang. Ich glaube, ich habe einfach die Leine zu lang gelassen. Ich glaube, diese Anzeige, also dieses Teil, nicht richtig. Wo sind wir hier eigentlich? Wir sind immer da. Boah, das ist ja super. Also. Jetzt sehe ich es wieder nicht, ne? Okay. Ich bin gerade wirklich sehr, sehr verwirrt. Press E to cast line. So. Pressing to bounce. Hold to reel. Die Frage aber, seht ihr das mit der Leine, dass die automatisch weiter nach unten geht? Seht ihr das? Also an der Leine könnt ihr euch nicht orientieren. Entweder ist das buggy oder so, aber... Habe ich es auf jeden Fall mal runtergelassen wieder. Und jetzt kämpfe ich mich wahrscheinlich wieder dumm und dämlich mit dem blöden Fisch. Wir haben ja irgendwie einen Fisch. Sieht man den irgendwo? So, bleib mal kurz hier. Oh, das ist ja super. Das dauert ja super lange. Ich habe wahrscheinlich auch keinen Köder oder sowas dran, ne? Es dauert halt einfach ewig. Seht ihr das mit der Leine? Also entweder ist das wirklich ein Grafikbug oder ich verstehe nicht, was das sein soll. Seht ihr das? Ich mache jetzt einfach mal hier weiter runter. Ah. Habe ich das vorhin gemacht? Okay, anscheinend hat es funktioniert. Wo ist dann der Punkt? Okay. Scheinbar müssen wir wirklich die ganze Zeit linke Maustaste halten. Ich denke hier immer, der lässt Leine nach, ne? Aber das stimmt ja gar nicht. Die Animation stimmt halt leider nur nicht. Wie schade. Gerade so bei Angeln sollte man die Animation halt haben. So. Ein bisschen aufpassen. So. Hier, das dauert halt wirklich echt extrem lang. Ich denke mir mal, das ist der Anfang. Dass der Anfang wirklich so lange dauert. So. Aufpassen wegen Rot. So. Da ist der Fisch. Ja, man muss... Okay. Ich habe mich ein bisschen irritieren lassen von dem Design von dem Haken, also von dieser, von der Schnur. Und das war das Problem.
So. Ja. Es ist, also ihr müsst die Angelschnur ignorieren. So, jetzt haben wir den. Haben wir einen zweiten. Holy. Gut, dann würde ich sagen, wir holen noch den dritten. So. Dritter Fisch. Fisch Nummer 3. Und gehen wir mal da runter. Ich hab echt gedacht, dass das hier mit den, ach, guck mal hier. Versuch gerade immer mal auf den grünen zu drücken. Okay, also wenn du die ganze Zeit auf den grünen drückst, funktioniert es irgendwie. So. Okay, wenn man das jetzt einmal raus hat mit dem Fischen, dann geht das, ne? So. Ich weiß halt wirklich nicht, in welche Richtung ich den machen muss. Boah, ist richtig die Action-Musik gerade, hört ihr das? Ah, hier. Weiß halt wirklich nicht, ob man hier irgendwie es irgendwo schneller geht, ne? Muss man halt ein bisschen auch aufpassen. Wollt die Möwe meinen Fisch klauen? Hau ab! So. Boah, das dauert so super lange, weil ich nicht weiß, wo ich hier ziehen kann am besten. Hier, glaube ich. Eigentlich ist ja, glaube ich, wenn man mal danach geht, immer gegensetzt, oder? So. So, jetzt haben wir. Jetzt. Oh, jetzt kriegen wir Leine. Denkt immer dran, es ist ein Simulator, ne? Das muss ein bisschen dauern, ne? Das ist ja extra so konzipiert, ne? So, den Fisch sehen wir schon. Gucken. Er wehrt sich halt ganz schön. Komm schon. Die. Boah, das war gut, Leine. Ja. Sag mal. Jawoll. Endlich. Boah, das hat ewig gedauert, muss ich sagen. Gehen wir jetzt hier. Nein, ich will nicht. Wie? Boot. Discard. No. Okay. Komm mal jetzt hier weg. Turned board. Okay, Boot. Items. Oh, was ist das für ein Boot? Da steht Inventory. Boot. Okay. Kann ich hier nochmal weg? Eh nicht. Du? Bau? Wie? Kann ich hier das ablegen? Weil eh schmeiß ich die wieder raus. Wie? Nee. Uff. Geht auch nicht. Das Card ist kaputt machen, ne? Hä, wie komme ich hier wieder raus? Ich will den blöden Angelhaken weg haben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir den wegkriegen. Es gibt bestimmt irgendeine Taste. Toggle Kamera. Ein Equip Item. X. Ah, okay. Super. Ja, muss man ja erstmal wissen, ne? Boah, jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Es ist ja nur noch neblig. Okay. Und jetzt Gas. Okay, laut Karte müsste da vorne eigentlich ein Stück Insel kommen. Dafür sollten wir ein bisschen nach links eindrehen. Fährt aber auch wie ein Wilder, ne? Ah, da ist doch was. Oh, ein bisschen rüber. Oder? Was bist du. Ne, warte mal. Das Stück Insel, das kommt erst noch.
So. Ab in die Docking Station. Ja, so angeln geht auch schon mal ganz gut. Wenn man weiß, wie. Es dauert halt nur ein bisschen, ne? Also ich muss sagen, angeln war jetzt schon... Ich habe jetzt länger geangelt, als ich die zwei Missionen gemacht habe, glaube ich. Also angeln hat schon gut lange gedauert. Oh, guck mal, links sind auch Schiffchen. Der Nebel, der zieht aber jetzt gerade gut durch das Spiel. So. Nach links. Left Fish Habitat. Ja, okay. Also wir haben jetzt das Schiff-Ding verlassen, ne? Also damit gesagt. Gibt es auch Essen eigentlich? Gut. Missions. Okay. Don't do fish, okay. Also kriegen wir so ein bisschen Leitfaden. Das finde ich schon mal gut, weil das gehört halt dazu. Also, muss man ja schon mal sagen. So. Wieder hätten wir andocken können, aber wir wollen ja da vorne andocken. Ein bisschen drehen. Oh, der Nebel, der macht einen Kirre, ne? Kann es sein, dass es nachts um 1 ist im Spiel? Wie lange war ich jetzt angeln? So, ein bisschen rüber. So. Okay. F. So, und jetzt geht's hier hoch. Sell all fish. Ach, da hinten. Okay, also kann man das hier nicht im Shop verkaufen, sondern man muss hier hinten zur Fischerei. Okay. Ja, ich habe 3 Fische. Möchten Sie 3 Fische haben? Hey, wir nehmen noch Massenware. Haben Sie 100? Hey, das ist schon gut weiter Laufweg, ey. So, jetzt gehen wir hier hinter die Fischerei. Hier, hier rein? Nein, hier. Gott. Krieg eigentlich ist okay, ne? 701. Na, okay, es ist nicht viel. Okay. Yo, you did it. You now have enough money to purchase a boat. Okay, wir müssen ein Boot kaufen. Wo ist die Shipyard? Da hinten. Okay, wir müssen ein neues Boot kaufen. Hold the marker on screen. Okay. Ja, endlich diese alte Schabracke da weg. Dieses alle Paddelboot jetzt gibt's. Jetzt wird's lustig. Enter the shipyard and purchase a boat. Okay, für 50.000 können wir das nächste Boot kaufen. Ich finde es halt krass, dass wir nicht springen können. Aber es soll vielleicht auch so sein, weil normalerweise darfst du ja. Bei sowas darfst du ja nicht springen. Ne? Also. Meins? So, Computer. Switch Boat. So, Active Boat Boats. Ja. For sale. Boats. So, hier das hier, ne? Fischkutter, kann man hier noch mehr? Ah, hier. Oh mein Gott. 6,9 Millionen. Okay, okay, okay. Wir kaufen... das hier. Wir haben ein neues Boot. So. Okay. Wir können das jetzt auch tunen, ne? Wir können den Namen ändern. Hello. Wir können das auch tunen. Das ist ja cool. Okay, Fuel Tank. Reparieren. Das finde ich cool gemacht. Wir können auch das hier ändern. Okay, also man kann das komplette Boot auch upgraden, wie es hier. Zum Beispiel hier den Motor upgraden. Wie heißt denn das nochmal? Namen vergessen. Den Rotor. Es ist Rotor. Kann man ändern. Noch, das kann man ändern, das Steuerrad kann man ändern, dann den Knüppel anscheinend. Okay. Scheinwerfer, Anzeige, dann oben das. Okay, das ist schon cool gemacht, also das ist richtig cool. A fine boat, you can now leave the shipyard. Okay, ja. Wir haben jetzt das neue Boot, sehr, sehr cool. Muss man den auch tanken? So. We have now learned all the basics of ship at sea.
Yeah, new missions of a lab and office. Other missions events may appear randomly on the. Okay, also randomly können wir hier auch andere Missionen annehmen. Wir können halt auch tanken. Ihr seht das auch, dass wir zum Beispiel hier rausfahren können zum Angeln. Steht auch da, was es gibt, ne? Catfish, Overall, Salmon. Hier noch. Oh, das ist schon cool gemacht. So, was gibt's hier noch? Aber hier ist gar kein. Move. Okay. Was das hier ist, weiß ich noch nicht. Hier ist zum Beispiel eine Fischfarm. Oh, du kannst die Fischfarmen kaufen. Ah. Okay, das heißt, du kannst dann die kaufen und kannst dann da sozusagen immer die Sachen holen. Das ist krass, wie weit das weg ist, ne? Guck mal. Wahrscheinlich kann man dann noch so gewisse Sachen freischalten. Das ist riesig groß, ne? Hier, wenn man jetzt ein Boot hat, ich sag mal, wir können ja noch mal kurz einsteigen und mal schauen. Schauen wir ins Office. Missions. Boah, Alter, wie viele Missionen gibt's hier? Clean up Trash. Okay. Whale Watching. Okay, wir können Wale. Bank. Hier kann man Geld leihen. Service. Kann man zum Beispiel reparieren anscheinend. 5 free towerings to close ports. Okay. Aber 40% of the boat whaler. Okay, das kann man ja wahrscheinlich irgendwie, wenn irgendein Boot untergegangen ist, kann man Sachen davon nehmen, wenn ich das richtig lese. Rescue Service, ja. Das hört sich auf jeden Fall so an. Das sind normale Missions, die kann man annehmen. Ja, cool. Ich will nochmal ganz kurz ins Boot einsteigen und will mal schauen, wie das sich verhält. Ach, das mit den Springen, ne? Ich bin das gewohnt, irgendwie zu springen in Spielen. Enter Kabine. Ach, man kann jetzt auf dem Boot sich bewegen. V. Okay, Undock. Okay, das fährt sich auf jeden Fall schon ganz anders. Wie krass. Man sieht halt nichts, ne? Das ist auch ein bisschen blöd gemacht. Der Nebel ist halt schon ein bisschen nervig. Kann man rückwärts fahren? Nehme ich, glaube ich, gerade in die falsche Richtung. Ich sehe es halt nicht. Okay, wartet mal. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich will mich drehen, aber ich sehe nichts. Ah, jetzt sieht man was. So, ich will wieder zum Port. Ich will nämlich nochmal kurz in dem Shop gucken, ob man sich zum Beispiel eine bessere Angel oder sowas kaufen kann. Oder ob man nur mit diesen komischen Haken da. Wir fahren 5 Knoten. So, man muss den. Ah, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Move closer. Okay, das muss man daraus mal lernen, ne? Nicht so schnell. Rüdiger, nicht so schnell. Lock. Okay, der wird dann automatisch rangezogen anscheinend. Wie kann ich jetzt hier raus? Exit Kabine. Okay. So, und wie kann ich jetzt rüber? Leave Boat. Ah, okay, so geht das. Gut zu wissen. Dann gehen wir nochmal in den Shop. Ich will mal gucken, ob wir noch eine Angel oder sowas kaufen können, eine neue. Natürlich muss man auf jeden Fall neue. Hier. Ist das ein Hook? Used to hook fish during fishing. Okay, und den haben wir ja. Das Fish Lights. Okay. Ping me. Mhm. Und Parts. Okay. Die Sachen kauft man dann wahrscheinlich, wenn man irgendwelche Sachen reparieren muss. Ice Mold. Mold Tank. Okay, bei Fish Food. Ah, hier. Okay. Krass. Also da musste man sich auf jeden Fall sehr, sehr mit beschäftigen. Wie gesagt, eine Angelschnur weiß ich jetzt nicht, ob wie viele man dafür haben muss, um zu angeln. Aber ich glaube, man schaltet auch später noch andere Sachen frei. Weil man muss ja auch, wie schon erwähnt, hier zum Beispiel, die haben wir jetzt auch freigeschaltet. Die Sachen auch. Ich glaube, das muss man erst ein bisschen freispielen alles. Move faster.
und so weiter. Ihr seht es ja, ne? Also use 10%, okay, 10% weniger Fuel ist schon ganz nice. Basic Engineer. Okay. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool gemacht. Gefällt mir. Sehr, sehr komplex fühlt sich es auf jeden Fall an. Wie gesagt, Ship at Sea. Ich gehe mal davon aus, dass es ca. 20 Euro kosten wird. Kommt am 23. Mai raus. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Ich war ein bisschen überfordert, natürlich auch beim Angeln. Ne? Das Angeln hat mich so ein bisschen wirklich ein bisschen genervt, weil das war nicht so gut erklärt. Aber wenn man einmal einen Fisch geangelt hat und den zweiten dann hinterher, dann weiß man ungefähr, wie es funktioniert. Ansonsten, Leute, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten haut rein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.